Willkommen im Channel. Heute werde ich die Geschichte einer Gruppe junger Filmemacher erzählen, die im ländlichen Texas einen Film für Erwachsene drehen wollen. Als sie jedoch von den älteren Farmbesitzern an ihrem Tatort erwischt werden, finden sich die Schauspieler in einer interessanten Situation wieder. Der Titel und alle Informationen über den Film sind in der Beschreibung zum Video aufgeführt. Abonnieren Sie meinen Channel und Sie können ihn auch mit Ihrem Donat über den Link in der Beschreibung unterstützen. Der Film beginnt damit, dass der örtliche Sheriff einen Massenmord vor dem Haus eines älteren Ehepaars untersucht. Sowohl in der Nähe des Hauses als auch im Inneren liegen Leichen. Als die Polizei in den Keller hinabsteigt, ist sie entsetzt über das, was sie dort sieht. Wir gehen 24 Stunden in der Zeit zurück. Ein Mädchen namens Maxine, eine Filmschauspielerin. Wen betritt den Umkleideraum und fordert das Mädchen auf, ihm zu folgen. Nachdem sie in einen Kleinbus gestiegen sind, macht sich das Team auf die Suche nach einer Farm, um den Film zu drehen, da die Steuern in Houston, wo sie jetzt sind, zu hoch sind. Als sie etwas finden, das ihnen gefällt, biegt Wen von der Straße ab. Er macht sich auf den Weg, um mit dem Farmbesitzer zu vereinbaren, dass er von ihm ein kleines Haus mietet. In diesem Moment fangen Jackson und Bobby Y an, sich zu küssen, woraufhin Lorraine sagt, dass dies nicht die Art von Film ist, für die sie hergekommen ist. Howard, der Farmbesitzer, begleitet die Jungs zu ihrem Haus und gesteht ihnen dann, dass er die Jungs überhaupt nicht leiden kann, bittet sie aber leise zu sein, damit seine Frau nichts hört. Als der alte Mann geht, fragt Lorraine Wen, ob Howard von dem Film weiß, den sie drehen wollen? Wen antwortet, dass es besser sei, später um Vergebung zu bitten, als jetzt um Erlaubnis zu fragen. Als sie den alten Mann in seinem Pickup durch das Fenster wegfahren sehen, beginnt das Team sofort mit den Dreharbeiten zu ihrem Meisterwerk, das den Titel The Farmer's Daughter trägt. Maxine kommt aus dem Haus, um Luft zu schnappen, und bemerkt einen See in der Nähe. Sie zieht sich aus, während Howards Frau sie beobachtet. In einem provisorischen Studio aus dem Fenster schauend, hebt Jackson seine Arme und zeigt seinen Bizeps. Daraufhin bittet Bobelin ihn, nicht übermütig zu werden, da alle Szenen vor allem ihrer Schauspielerei zu verdanken seien. Das Mädchen fängt an zu stöhnen, um zu zeigen, dass sie das alles auch ohne Jackson kann. Nachdem sie geschwommen ist, schwimmt Maxine zum Steg. Ein Alligator schwimmt hinter dem Mädchen her, aber das Raubtier erwischt sie nicht mehr rechtzeitig. In der Zwischenzeit gehen die Dreharbeiten weiter. Das Team nimmt die Szenen auf, die der bereits gedrehten Szene vorausgehen. Auf dem Rückweg vom See bemerkt Maxine eine alte Frau vor ihrem Haus. Das Mädchen geht hinein und folgt der Frau. In der Küche steht ein Berg schmutzigen Geschirrs und hinter ihr erscheint Pearl. Sie bietet Maxine ein Glas Limonade an. Das Mädchen eilt zurück, denn auch sie hat einen Film zu drehen. Pearl geht mit Maxine hinaus und sie bleiben an der Wand mit den Bildern stehen. Die alte Frau sagt, sie sei auch einmal jung und schön gewesen und Howard habe ihr zuliebe zwei Kriege durchgemacht. Während Maxine abgelenkt ist, berührt Pearl ihren Körper und teilt ihr dann mit, dass es ihr Geheimnis sein wird, als sie bemerkt, dass Howard vor dem Haus vorfährt. Nachdem sie darauf gewartet hat, dass der alte Mann das Haus betritt, macht sich Maxine auf den Weg zu ihren Freunden, wo sie auf Wen trifft, der das Mädchen zur Eile antreibt, da die Sonne gerade untergeht. Das Team macht sich auf den Weg zur Scheune, wo Maxine die Rolle der jüngsten Tochter des Farmers, Bobelins Schwester, übernimmt. Jackson taucht im Kuhstall auf und bittet den Vater der Mädchen um eine Fahrt in die Stadt, woraufhin Maxine selbst dem Jungen anbietet, ihn mitzunehmen. Sie drehen eine weitere Szene aber bereits in der Kuhstall und diese wird von einer alten Frau beobachtet, die das gleiche Make-up wie Maxine trägt. Zu Hause versucht Pearl, Howard zu verführen, aber der alte Mann lehnt ab, weil er ein Herzleiden hat. Nach den Dreharbeiten, als sich alle ausruhen, fragt sich Lorraine, wie Wen es erträgt, dass seine Verlobte Maxine in explizite Szenen mit Jackson verwickelt ist. Daraufhin erklären die Jungs freundschaftlich, dass es nur ein Film ist und es ihre Rollen sind. Lorraine erklärt, dass sie zwar anfangs beunruhigt war, ihr aber trotzdem gefallen hat, was sie gesehen hat. Das Mädchen will auch in dem Film mitspielen, aber RJ, ihr Freund und Teilzeitkameramann, ist dagegen. Wen nimmt ihn mit nach draußen und versucht, ihn zu überreden, denn wenn Lorraine es nicht jetzt und hier macht, wird sie es mit wer weiß wie vielen Männern und in wie vielen Filmen machen, denn es ist ihr Ernst damit. Danach teilt er dem Jungen mit, dass es im Haus keine guten Mädchen gibt, so schmerzhaft das für RJ auch klingt. Der Mann kommt zurück und filmt Lorraines und Jacksons Szene. Nachts, als alle schlafen, beschließt RJ wegzulaufen und das Team ohne Minibus zurückzulassen. Aber sein Weg von der Farm wird von der alten Frau Pearl versperrt. Sie umarmt den Mann,
der auf sie zukommt und versucht dann, ihn zu küssen. Da der Junge darauf nicht reagiert, sticht die alte Frau LJ in den Hals. Mitten in der Nacht wacht Lorraine auf und stellt fest, dass ihr Freund verschwunden ist. Sie geht nach draußen und Wayne kommt ihr hinterher. Er nimmt an, dass der Junge gerade gegangen ist, um über das Geschehene nachzudenken, da ihr Bus immer noch hier geparkt ist. Lorraine schämt sich vor LJ, also bittet sie Wayne, ihr bei der Suche nach dem Jungen zu helfen. Beim Vorbeigehen am Haus des alten Mannes trifft das Mädchen auf Howard, der ebenfalls auf der Suche nach seiner alten Dame ist. Zur gleichen Zeit betritt Wayne die Scheune, um nach LJ zu suchen. Dort tritt der Mann versehentlich auf einen Nagel und spießt sich den Fuß auf. Dann bemerkt er eine Bewegung hinter der Scheunenwand. Er humpelt zur Wand hinüber und versucht, durch den Spalt etwas zu sehen. Währenddessen bittet Howard Lorraine, eine weitere Laterne aus dem Keller zu holen, damit die beiden die alte Frau aufspüren können. Die alte Frau selbst ist gerade in der Scheune und bedeckt Weines Leiche mit Heu. Nachdem sie eine Laterne gefunden hat, versucht Lorraine zurückzukehren, findet sich aber im Keller gefangen. Das Mädchen geht wieder nach unten, wo sie das Licht anknipst und die Leiche eines Jungen findet, der vor kurzem von einem älteren Ehepaar ermordet wurde. Durch den Lärm wach geworden, geht Jackson in die Küche. Während er an der Milch nippt, bemerkt der Mann das Licht einer Taschenlampe draußen. Draußen auf der Veranda trifft Jackson auf Howard, der nach einer alten Frau mit einer Schrotflinte in der Hand sucht, da sich ein Alligator im See befindet. Jackson geht, um dem alten Mann zu helfen, und Pearl schleicht sich in das Zimmer von Maxine. Im Zimmer angekommen, legt sich die alte Frau neben das Mädchen und beginnt sie zu berühren. Auf der Suche nach Pearl findet Jackson das im See versenkte Auto und den ermordeten Mann im Keller, sagt dem alten Mann aber nichts davon. Howard erklärt, dass ein gut aussehender Mann wie Jackson, der halbnackt auf ihrer Farm herumlief und seine alte Dame verführte, schon einmal hier war. Dann feuert er mit einer Schrotflinte auf Jackson. Maxine wacht auf und begegnet Pearls Blicken. Erschrocken stößt das Mädchen einen Schrei aus, woraufhin Bobelin ankommt und die alte Frau an der Tür trifft. Als sie sich auf die Suche nach den Jungs macht, findet die Blondine Pearl auf dem Steg. Das Mädchen will ihr helfen, aber Pearl braucht keine Hilfe. Die alte Frau stößt Bobelin in den See, wo das Mädchen von einem Alligator angegriffen wird. Nachdem sie die Blutflecken, die Perla auf ihr hinterlassen hat, abgewaschen hat, rennt Maxine durch das Haus und sucht nach ihren Freunden. Als sie die alten Männer bemerkt, die auf ihr Haus zugehen, versteckt sie sich. Nachdem Howard und Pearl die Zimmer durchsucht haben, finden sie Maxine nicht. Auf dem Bett sitzend beklagt sich die alte Frau, dass sie es leid ist, nicht zu bekommen, was sie will. Howard sagt, er könne es seiner Frau nicht geben, weil er Angst habe, dass sein Herz aufhöre zu schlagen. Die alte Frau sagt, dass nichts passieren wird und beginnt sich auszuziehen. Maxine, die sich unter dem Bett versteckt hat, beobachtet dieses Grauen. Während die alten Männer auf dem Bett liegen, schleicht sich das Mädchen unter dem Bett hervor und geht auf den Minibus zu. Als sie Lorraines Schreie hört, holt das Mädchen einen Revolver aus dem Handschuhfach. Sie kehrt zum Haus zurück, wo sie Lorraine im Keller eingesperrt vorfindet. Maxine befreit das Mädchen und Lorraine stürzt in Panik auf die Straße, wo sie von Howard auf der Veranda mit einer Schrotflinte beschossen wird. Während sie sich versteckt, hört Maxine das Gespräch der alten Männer, die es so aussehen lassen wollen, als hätten sich die Jugendlichen auf seine Farm geschlichen und er hätte alle in Notwehr getötet. Und wenn morgen niemand nach ihnen sucht, beschließen sie, die Leichen in den See zu werfen, damit der Alligator sie fressen kann. Der alte Mann schleppt Lorraines Leiche ins Haus, aber das Mädchen gibt plötzlich einen Laut von sich, der das Herz des alten Mannes zum Stillstand bringt. Das ist die Gelegenheit. Maxine zielt mit einem Revolver auf die alte Frau und verlangt die Herausgabe der Schlüssel für den Pickup. Das Mädchen nimmt die Schlüssel, zielt auf Pearl und will schießen, aber der Revolver ist nicht geladen. Die alte Frau hebt Howards Pistole auf und schießt, aber der Rückstoß schleudert die alte Frau auf die Straße. Maxine hat Glück, denn Pearl verfehlt den Schuss. Als das Mädchen das Haus verlässt, bittet eine alte Frau auf der Straße um Hilfe und teilt ihr mit, dass ihre Hüfte gebrochen ist. Maxine startet Howards Pickup, mit dem sie die alte Frau überfährt und wegfährt. Am nächsten Morgen untersucht die Polizei einen Massenmord in Howards Haus. Im Fernsehen erscheint ein rechtschaffener Mann, der ein Bild von Maxine zeigt und sie als seine Tochter bezeichnet, die ihm von unbekannten Angreifern entführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt bringt einer der Polizisten dem Sheriff eine Filmkamera. Beim Anblick der Leichen der ermordeten Männer vermutet der Sheriff, dass die Kamera einen guten Horrorfilm gedreht hat. Das ist das Ende des Films. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt.
Gefällt mir das Video? Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, und wir sehen uns in zukünftigen Videos.